the mic. Yo, es ist Mr. Mike, hier mit einem Projekt, das sich über Jahre hinweg jetzt schon zieht. Ich weiß nicht, ob ihr die Story mitbekommen habt, wer mir noch nicht länger folgt, dem erzähle ich es jetzt nochmal im Kurzlauf. Ich habe jetzt hier einen Basketballkorb in München aufgebaut. Warum der hier steht, das möchte ich mal kurz erzählen. Vor 2 Jahren wurde mir ein Basketballkorb von Megaslam geschenkt. Eine mega krasse Korbanlage, ich glaube Kostenpunkt an die 3000 Euro, sowas richtig krasses, eine Ferrari-Korbanlage, also sowas findest du wirklich selten irgendwo rumstehen. So, diese Anlage wurde mir geschenkt, dafür, dass ich Werbung dafür mache. Da war natürlich erstmal der Gedanke, ich stelle sie mir irgendwo in den Garten oder vors Haus oder sonst irgendwie. Die müsste aber einbetoniert werden, also es ist halt was wirklich Solides, Standfestes, etwas für die Ewigkeit. Und für meine Verhältnisse habe ich mir gedacht, das ist viel zu krass, um mir das vor die Haustür zu stellen. Hätte ich einen eigenen Garten mit einem mega fetten Platz oder sonst was, dann natürlich alter Luxus vom Allerfeinsten. Aber so habe ich mir gedacht, ich schenke dieses Teil meiner Gemeinde. Die haben abgefuckte Körbe, die sind auch schon über 25 Jahre alt, sind halt schon dementsprechend kaputt. Meine Gemeinde hat das auch angenommen, das Geschenk. Die Korbanlage wurde geliefert, meine Gemeinde hat damals den Versand dafür gezahlt. Die Korbanlage kam bei meiner Gemeinde an und hat darauf gewartet, aufgebaut zu werden. Dann fiel der Gemeinde auf, hey, die Korbanlage hat gar keinen TÜV. Ohne diesen TÜV darf natürlich nichts, egal wo, in die Öffentlichkeit aufgestellt werden. Ist ja verständlich. Spielsachen, Spielplätze, Schaukeln oder sonst was. Alles braucht in Deutschland, wir betonen hier nochmal, in Deutschland ein TÜV-Zertifikat. Das heißt, dass es geprüft worden ist, abgenommen ist, dass es halt für sicher gekennzeichnet ist. Ihr könnt mir folgen. Der TÜV beim Auto, bei allen möglichen, der TÜV in Deutschland. Noch einmal betont, falls man es wirklich nicht verständlich gemacht hat. Der TÜV, Mann. So, diesen TÜV hat diese Anlage nicht, was mir persönlich heute immer noch absolut unverständlich ist. Wie kann so eine mega krasse Korbanlage keinen TÜV haben? Das ist, weil die in England hergestellt worden ist und die haben anscheinend nicht solche Probleme und Vorgaben beim TÜV. Die können das einfach so hinstellen, safe, passt schon. In Amerika auch nochmal so eine andere Sache. Ihr wisst schon, Deutschland ist da, glaube ich, schon Elite in Sachen TÜV-Zertifikate, denke ich mal. Dann war diese Korbanlage also über ein halbes Jahr oder vielleicht noch länger, ich weiß es gar nicht, bei meiner Gemeinde im Lager auf dem Bauhof und konnte nicht aufgebaut werden, weil halt der TÜV gefehlt hat. Ewiges Hin- und Hergeschreibe mit dem Hersteller. Was ist denn? Könnt ihr keinen TÜV machen? Wenn ihr keinen TÜV drauf habt, könnt ihr die Korbanlage im gesamten Deutschland nirgends aufstellen. Weil wenn du diese Anlage aufstellst, muss halt dann die Verantwortung auf sich selbst nehmen. Es heißt, sollte, nur mal angenommen, der Korb brechen, irgendwas kaputt gehen, herunterfallen und jemanden damit verletzen, vielleicht sogar erschlagen, im allerkrassesten, schlimmsten Fall, dann wird derjenige, der die Verantwortung auf sich genommen hat, in Rechenschaft gezogen. Das heißt, er könnte eingesperrt werden oder sonst irgendwas. Das ist Deutschland bürokratisch natürlich. Man kann es ja einerseits ja auch verstehen. Ne? Safety first, ganz wichtig. Der andere Punkt halt wieder bei diesem Teil, wenn da was fehlt, dann weiß ich es auch nicht. Also der TÜV würde da wahrscheinlich das Gerät, die Korbanlage sofort durchwinken und sagen, ja Mann, hier, 1 mit 5 Sternen, sicher, da geht's gar nicht. Aber da man dieses Zertifikat nicht hat, die Papiere, darfst du diesen Korb nicht öffentlich aufstellen. Also war die Frage, was machst du jetzt mit dieser Korbanlage? Wo stellst du sie hin? Sie darf ja nicht öffentlich aufgestellt werden. Daher muss die auf einen Platz, der abgesperrt ist und natürlich gesichert ist. So, dass man nur mit Erlaubnis auf diesen Platz gehen darf, mit eigenem Risiko. Dann habe ich da zufällig mit meinem Partner vom Peak einen Platz gefunden und da kamen wir dann ins Gespräch und haben gesagt, hey, ich schenke dir diese Korbanlage, darfst sie aufbauen. Was ich dafür möchte, ist, da ab und zu mal Basketball zu spielen, Videos zu machen. Ich muss die Korbanlage natürlich auch bewerben, wie versprochen mit dem Hersteller. Alles kein Problem. Ich darf auch ab und zu mal Turniere veranstalten oder sonst irgendwas, Events. Und da dürft ihr mir gerne mal auf Instagram folgen, Mr. Mike Production, weil da werdet ihr das natürlich mitbekommen, wenn ich mal was veranstalten möchte in meinen Stories oder sonst wo. Daher Mr. Mike Production auf Instagram, sehr wichtig. Und wir
dann auch schon rausgehört habe, es darf halt nicht jeder auf diesen Platz. Du brauchst erstmal die Genehmigung von demjenigen, der diesen Platz da verwaltet. Den Kontakt von dem Besitzer des Platzes, den veröffentliche ich hier natürlich nicht, weil ich nicht möchte, dass er von irgendwelchen Fremden permanent irgendwie genervt oder belästigt wird. Daher läuft das Ganze dann über mich. Jetzt nochmal kurz zurück zu meiner Gemeinde, da die ja jetzt keinen Korb mehr hatte. Das Coole ist, mein Video dazu, das ich damals gemacht habe vor ein paar Jahren, mit der Begründung, ich durfte den Korb nicht aufstellen, weil kein TÜV vorhanden ist, hat ein anderer Hersteller von einer anderen Korbanlage in Deutschland dieses Video gesehen und hat gedacht, hey Mike, das sind wir doch perfekt, wir helfen dir aus und wir haben Korbanlagen mit einem TÜV-Zertifikat, also kannst du die problemlos sofort aufstellen. Und durch diesen weiteren Hersteller hatte ich dann gleich noch einen zweiten Basketballkorb für meine Gemeinde. Sozusagen habe ich jetzt zwei Korbanlagen stiften können. Und da soll noch mal jemand sagen, Mike ist geizig oder sonst was. Meiner Gemeinde wollte ich was Gutes tun, weil dieser Platz steht ja so gut wie vor meiner Haustür. Ich habe auf diesem Gelände bei mir zu Hause das Basketballspiel angefangen. Das ist natürlich cool, wenn die Körbe da jetzt erneuert werden. Mega cool. Einen Korb haben sie geschenkt bekommen, wie auch damals schon im Angebot war. Und einen zweiten haben sie sich noch dazu gekauft, weil die natürlich einen Full Court haben. Also ich war wirklich ganz schön fleißig. Cool wäre es natürlich, wenn wir jetzt jeden Platz, den ich hier gestiftet habe, Korb, nach Mr. Mike Production Court nennen könnte. Irgendwie sowas. Ich bin da jetzt nicht größenwahnsinnig, man könnte sich da irgendwas Nettes ausdenken. Ha, natürlich Spaß. Nein, um das geht's nicht. Ich finde es cool, wenn neue Körbe da stehen, wenn man spielen kann. Das ist die Hauptsache. Und wie gesagt, der eine Korb, der mir geschenkt worden ist, hey, ich hätte den nicht verschenken müssen. Ich hätte den auch zu Hause irgendwo aufstellen können, ein, zwei Jahre behalten können, ein, zwei Jahre bewerben können. Danach hätte ich ihn verkaufen können, hätte noch 1.000 Euro bekommen oder sonst was. Aber nein, um das geht es mir nicht. Das ist mir wirklich absolut scheißegal. Ich wollte diesen Korb einfach nur irgendwo an einem gerechtfertigt coolen Platz haben, wo man sich denkt, ja Mann, da gehört er hin, das sieht geil aus, so muss das sein. Und jetzt auch noch so ein bisschen Dank an die ganzen Helfer, die da mitgewirkt haben, weil so einen Korb aufstellen ist doch ein ganz schönes Prozedere. Und ich habe es mir auch gar nicht so krass vorgestellt. Eigentlich habe ich mir gedacht, ich verschenke diesen Korb meiner Gemeinde und die macht die ganze Arbeit und den Rest. Ich muss nichts machen. In München habe ich mir auch gedacht, okay, ich schenke diesen krassen Korb jetzt her und die machen die ganze Arbeit, ich muss nichts machen. Aber in München war ich jetzt halt wirklich, ja, von Anfang an dabei und habe da halt alles organisiert und mitgeholfen. Ich habe den Beton gekauft, ich habe ein wenig mitgeholfen, das Loch zu graben. Das wurde wirklich per Hand gegraben. So viel habe ich da nicht gemacht. Mein Rücken macht das einfach nicht mehr her, um mich hier ein bisschen rauszureden. Das wären höllische Schmerzen gewesen, das wollte ich mir nicht antun. Da war ich froh, dass dann wirklich ein paar fitte junge Leute am Start waren, die das ausgegraben haben, weil das ist doch eine Tiefe von 1,50 Meter. Das war ein enorm krass tiefes Loch. Also das ohne Bagger zu buddeln, alter Hut ab, da bist du fit. Ne? Beton habe ich selbst gegossen, wie ihr in dem Video seht. Wir haben ihn selber aufgestellt, ich habe ihn montiert am Ende. Also ich habe wirklich das gesamte, komplette Ding dann übernommen, das wo ich gar nicht wollte, weil ich halt da schon wieder gedacht habe, alter, das ist so ein Zeitaufwand und alles Mögliche. Das wollte ich wirklich vermeiden, aber jetzt habe ich es dann doch gemacht. Und wie ihr am Ende jetzt dann vom Video seht, der Korb steht, bombastisch fettes Teil, höhenverstellbar. Das ist halt vor allem mega cool für Kiddies. Das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, hinten mit einer Kurbel, weil kleine Kinder mit 8 Jahren kommen natürlich nicht auf eine Höhe von 3,5 Meter, um den Ball oben reinzuwerfen. Da kannst du ihn runterdrehen bis zum noch was. Da kommt wirklich jedes kleine Kind hin. Das ist schon eine coole Sache, sowas. Also kindgerecht ist dieses Teil halt wirklich perfekt. Und was jetzt noch fehlt, ist natürlich der Boden. Wie ihr seht, wir haben nur noch Sand und so komische Platten. Aber auch beim Boden sind wir jetzt dran, einen wirklich geilen, offiziellen Boden zu bekommen, der wirklich sehr groß wird. Und das ist halt dann wirklich, wenn wir das jetzt noch hinbekommen, dann wird das wirklich so ein geiles, professionelles Teil. Es wird richtig edel. Da sind wir aber dran und eins sage ich dir, diesen Boden, da möchte ich nichts mit zu tun haben, ich möchte den nicht verlegen, da habe ich gleich von Anfang an gesagt, hey, sehr gerne, aber wenn, dann bitte mit jemandem, der das hinbaut und einen Boden gerade zu verlegen in dieser Größennorm, da bin ich auch der Falsche, das habe ich noch nie gemacht, da müsstest du ja plantieren, du müsstest plattrütteln, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren würde, ne? Alleine dann die Linien und alles mögliche, da bin ich raus, da brauchen wir Profis, ne? Diesen Korb, das habe ich mir noch zugetraut, ich als gelernter Heizungsbauer aus der Baubranche, easy going, aber alles andere im Bodenbereich, nein, da bin ich raus. Aber das erste Update, der Korb steht,
Boden wird hoffentlich noch dieses Jahr gemacht, aber da sind wir noch am Verhandeln, weil das ist natürlich auch nicht so ganz günstig. Wenn Leute denken, hey Mike, der und der kann das schon zahlen, ist auch so eine Sache. Dann wieder so ein Punkt, möchtest du, dass der das zahlt? Man möchte den richtigen Sponsor dafür haben. Das sind alles so Faktoren, die man mitbedenken möchte, ne? Aber schon mal, der erste Schritt ist getan, das Teil steht. Es gibt dann noch ein Update dann, wenn endlich die anderen Körbe bei meiner Gemeinde stehen. Das wird nämlich auch nochmal richtig nice. Und ja, Mann, ich habe schon was. Da bin ich so ein bisschen stolz auf mich in der Hinsicht, wie ich mir denke, hey, geile Sache, diese zwei Körbe stehen wegen mir da. Das finde ich schon mal cool, so ein bisschen. Ich brauche keine Anerkennung von fremden Menschen oder sonst was. Ich gebe mir selbst die Anerkennung, weil ich mir selbst denke, Mike, Alter, das ist doch geil. Auf diesem Platz, auf beiden Plätzen. Komm, Kiddies, und haben Spaß an so einem schönen Basketballkorb. Das ist doch mega. Das ist Mission Complete in Sachen Basketball. Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Bö. Na, es gibt hier, wie die Kids drauf sind. So muss das sein, verstehst du? Hier, einfach Bock zum Ballen. Jetzt noch einen kleinen Boden. Schon nice. Mr. Mike.